Schnupfen Sie? Schnupfen? Ja. So. Nein. Schnupfen Sie nicht? Nein. Ah, dann brauchen Sie die Dose doch gar nicht mehr, nicht? Ah, hat das damit eine Bewandtnis? Das hat damit eine Bewandtnis. Sie haben uns eine Schnupftabaksdose gebracht. Oh. Wo haben Sie die her? Haben Sie eine Geschichte damit? Ja, also diese Dose hat mehr einen symbolischen Wert für mich. Und zwar hatten wir einen Freund des Hauses, der stammte aus einem alten Adelsgeschlecht. Und ich finde, dieses Porträt, dieser Mann, sieht dekadent aus. Finden Sie nicht? Also Sie meinen, wenn man adelig ist, muss man dekadent sein? Nein, nicht alle, aber dieser aber Freund in der des Regel. Hauses war es. Hatte ja. er denn Ähnlichkeit mit dem Herrn? Ja. Also dann schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben eine Schnupftabaksdose, die aus sogenanntem blonden Schildpatt gefertigt ist. Das ist etwas ganz Kostbares gewesen, ganz Seltenes. Und wenn Sie das anschauen, da fällt das Licht durch. Sehen Sie das? Und das Ganze ist pikiert, also piqué heißt richtig pieken, nicht? Eine Piqué-Arbeit, in der goldene, winzige Drähtchen reingesteckt und dann abgeschliffen worden sind. Und das ganze Muster ist also in Gold gearbeitet, also ein Goldpiqué. Und hier oben drin haben wir nun eine Miniatur eines Herrn im blauen Frack, mit einem gelben Aufschlag, einem weißen Jabot und einer gepuderten Perücke. Das ist die sogenannte Werthertracht. Also durch den Roman Die Leiden des jungen Werthers war ganz Deutschland, die ganze Welt war hingerissen. Alle trugen senfgelbe Hosen und blaue Fräcke, die noch mal gelb gefüttert waren. Und das ist auch einer, der sich davon hat hinreißen lassen, von der neuen Mode, von der Empfindsamkeit, von der Sentimentalität. Und er trägt noch das gepuderte Haar. Wir sind also noch im 18. Jahrhundert. Der Kragen ist schon hochgestellt. Wir sind höchstwahrscheinlich so 1793. Es ist eine Dose, die aber jetzt, wenn man sie rumdreht, gar nicht für Schnupftabak gedacht wird. Denn wir sehen ja hier einen blauen Samt. Was könnte nun drin gewesen sein? Haben Sie eine Idee? Nein, Schmuck. Aber nein, kein Schmuck. So nein, nein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine, die etwas unwahrscheinlich ist, dass hier Veilchenpastillen drin waren. Man hatte immer einen schlechten Atem, weil man schlechte Zahnärzte hatte damals. Und dann hat man Veilchenpastillen gelutscht, damit der Nachbar nicht tot umfiel, wenn man den Mund aufgemacht hat. Das zweite, was war, dass Musch drin war. Musch sind Fliegen. Und Fliegen, es ist ein Ausdruck für die Schönheitspflästerchen. Und die waren auf gummierter Unterfläche. Und das Gummierte wurde da drauf gesetzt. Dann hat man es abgemacht und hat sich da drauf gesetzt, damit die Haut noch schöner war. Also das sind die beiden Möglichkeiten für diese wirklich sehr schöne Dose im Goldrahmen. Sie sind nicht nur eine sehr schöne Deutsch oder Französisch? Französisch. 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 Also, das Material ist Schildpatt. Und Schildpatt ist ja eine ähnlich wie Horn, also hat eine ähnliche Konsistenz wie Horn. Deswegen kann man es auch bei Erwärmen sehr schön biegen und Gefäße daraus machen. Es kommt von einer Schildkröte, die also im asiatischen Raum beheimatet ist. Und je nachdem, woher diese Schildkröten kommen, ist auch dieses Schildpatt unterschiedlich. Wir haben also Schildpatt, das ist bräunlich, rötlich. Und das hier ist nun die wertvollste Ausführung des Schildpatts, dass sie eben wirklich in dieser durchsichtigen gelben Form ist. Die Dose selbst ist auch ein kleiner Schatz. Also, wenn wir abschließend da mal einen Wert ermitteln, dann sind wir schon im Bereich bei 400 bis 500 Euro. Also, auch wenn der Herr vielleicht ein bisschen dekadent aussieht, er ist ja schon werthaltig. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.